Hallo Jürgen. Grüß dich. Irgendwas stimmt mit meiner Gitarre nicht. Die schnarrt manchmal so komisch. Du brauchst neue Saiten. Hab ich erst einmal gemacht. Kannst du mir das mal zeigen? Na klar. Am Steg sieht man ein paar typische Fehler. Das macht man grundsätzlich nicht, dass man so lange Saitenenden auf der Decke liegen lässt, weil die können sich immer zu Geräuschen entwickeln. Da können Geräusche entstehen, die schwer zu kontrollieren sind. Das hier ist nicht gut, weil im Grunde nicht viel Halt ist. Das kann sich zusammenziehen zu einem Knoten, der nur sehr schwer am Ende zu lösen ist, wenn du wieder die Saiten wechselst. Diese ganz einfache Art der Umschlingung führt oft dazu, dass genau an der Stelle die Saiten reißen. Und hier unten bei den Basssaiten, da kann es dir passieren, wenn du eine Saite wechseln willst, musst du alle drei lösen, weil die alle drei so untereinander geschlungen sind. Das macht man grundsätzlich nicht. Auch am Kopf der Gitarre immer wieder die gleichen Fehler. Also hier sieht man zum Beispiel so typische Geschichten, die immer wieder auftauchen. Die Saiten laufen hier über Kreuz und können sich an der Stelle natürlich, wenn man Pech hat, berühren. Und dann gibt es Töne und Geräusche, die man mit Sicherheit nicht haben möchte. Auch hier läuft die H-Saite nach außen. Die würde ich natürlich eher nach innen laufen lassen. Die E-Saite sollte auf jeden Fall nach außen laufen. Und hier die D-Saite, die läuft zu sehr nach innen. Und zwar, ne, man hört ganz deutlich, dass da ein Geräusch entstehen kann, wenn die Saite gegen das Holz kommt. Und das passiert einfach dann, wenn du hier irgendwas spielst, wo ein Oberton genau diese Frequenz hat. Da fängt die Saite an, sich zu bewegen und schnarrt da an dem Holz. Also erst müssen wir die Saiten runter. Ich mache zuerst die drei. Die erste, zweite, dritte. Und lass die anderen drauf, weil dann habe ich immer auch eine Referenz. Brauche keine Stimmgeräte, keine Stimmgabeln oder irgendwie sowas. So, und man kann das natürlich so machen. Man kann das natürlich so machen. So, mit der Hand, wenn man nichts anderes hat oder so. Aber günstig ist so eine Kurbel. So, dann lässt sich das also wesentlich leichter und schneller runter machen. Und hier bei mir im Laden, da wird es dann richtig brutal, weil es besonders schnell gehen muss. Da haben wir das Ding da. Und jetzt, Achtung. Hier sieht man übrigens auch, dass viel zu viel Saite aufgewickelt wurde. So, die Saite ist hier verknotet worden. Da muss man also erstmal den Knoten öffnen. Und das kann eine Weile dauern. Moment. So. Achtung. Oh. Da seht ihr auch, wofür man diese Zangen braucht, die hier rumliegen. Die Saite ist zweimal durch das Loch gesteckt. Das ist auch nicht so günstig, weil gerade bei der G-Saite merkt man, wenn die Löcher nicht groß genug sind, braucht man wieder die Zange, um das rauszukriegen. Das macht das alles sehr umständlich, ne, wenn man die nicht schnell genug runterkriegt. Ich zeige dann, wie man es besser machen kann. So, hier hinten muss man natürlich auch rausfädeln. Das ist dieser Knoten, der sich normalerweise also nach einem Jahr also wirklich zu einem echten Knoten zusammengezogen hat. Das sind die Saiten, die ich sehr gerne aufziehe. RC, spanische Saiten. Die klingen wunderbar. Die Diskantsaiten sind richtig klasse. So, erstmal, es fängt damit an, am Ende der Saite einen Knoten zu machen. Der ist ein Sicherheitsknoten, weil es kann passieren, das ist nie so richtig vorhersehbar und vorhersagbar, dass
dieses Gebilde, was ich gleich machen werde, das ist so ein Schlingengebilde, dass das unter bestimmten Umständen anfängt zu rutschen. Und dann würde das, dann könnte das hier hinten rausrutschen und die Seite, wenn die dann blitzartig quasi sich löst, die kann so auf die Decke schlagen, also das ist so ein Peitscheneffekt, dass man denkt, da hat einer mit dem Messer reingestochen. Viele Gitarristen kennen das, diesen Schlitz hier hinten in der Decke, wenn ihnen eine Seite rausgerutscht ist. Beim Reißen passiert das nicht. So, also, der Knoten verhindert das. Weil die Seite kann nur so weit rutschen bis zum Knoten. So, und jetzt die eigentliche Knüpfung. Ich kenne die als spanische Knüpfung. Das ist das Wort dafür. Knoten unter der Seite durch zu mir hin. Vom Kreuzungspunkt bis zum Knoten sind es ungefähr 3 cm. Da legt man das, die Seite um, macht eine Schlinge um den oberen Teil. Um den oberen Teil der Seite. Ja, nicht um den, der dahin läuft, sondern um den Teil. Eine Schlinge, das ist die Öse, durch die die Seite läuft, wenn sie aus dem Holz rauskommt und dann nach da geht. Und dann 2 weitere Schlingen, um von hier nach da zu kommen, denn die Öse liegt immer vor dieser Kante und die dritte Schlinge mit dem Knoten hinten dran, die liegt immer hinter dieser Kante. Achtung, so. Und wenn man das jetzt zusammenzieht, dann ist es fest. Das ist eine Schlinge, die kann man wirklich nur noch zerfetzen, aber lösen kann die sich nicht. Außer wenn die anfängt zu rutschen, aber dafür ist ja der Knoten da. Und in einem Jahr, wenn man die Seiten wieder wechselt, die Regel ist, einmal im Jahr kann man nichts falsch machen, ne, dann kann man das ganz einfach wieder lösen. So, jetzt kommt der obere Teil. Jetzt zum anderen Ende der Seite. Ich klemme die Seite zwischen die Schenkel, damit es unten nicht rausrutscht. Und jetzt geht es um die Mechanik. Die Seite durch das Loch in der Welle. Obenrum wieder zurück, so. So, und jetzt bitte nicht, was wir da vorhin schon mal gesehen haben, bitte nicht den Ehrgeiz haben, dieses ganze Seitenende aufwickeln zu wollen. Das macht keinen Sinn, das braucht kein Mensch. Durchs Loch in der Welle, also oben wieder zurück und dann zieht man die Seite so weit durch, dass zwischen dem Finger und der Welle noch dieser Finger Platz hätte. Also so etwa. Meine Zwei-Finger-Regel, so nennt sich die so. Und jetzt gehst du einmal, zweimal um die Seite rum, machst also 2 Schlingen und dann drehen. Man kann es mit der Hand drehen, man kann es mit der Kurbel drehen, aber bitte nicht mit dem Akkuschrauber, der ist zu schnell. Dann ist die Seite garantiert hinüber. So. Daumen hier auf die Kante, ruhig ziehen an der Seite. So, und was machen wir jetzt mit dem Rest hier? Was man macht, ist das. Zack. Mehr Seite braucht man nicht, das kann man wegwerfen. Nächste Seite, H-Seite. Alles genauso wie vorher bei der E-Seite. Knoten habe ich schon gemacht. Ja, da hinten, Achtung. Und durch. So. Unter der Seite, durch zu mir hin. Das ist so eine ganz wichtige Sache, die man sich dann merken sollte. Zu mir hin. Die Öse, durch die die Seite läuft. Und dann die Strecke von der Öse hier vorne bis da hinten mit 2 weiteren Schlingen. So, Achtung. So. Hier oben durch. So, das sind die beiden Schlingen. So kann man der Seite von Anfang an eine sehr hohe Spannung geben,
und sie verstimmt sich dann nicht mehr so stark. Und die dritte Seite. Und da mache ich das meistens so, weil meine Zähne leider auch schon 73 Jahre alt sind. Feuerzeug. Zwar, Achtung, macht man hinten, schmilzt man das so ein bisschen an, man kann das so ein bisschen ankokeln, aber gleich wieder ausmachen, weil sonst fängt das an zu tropfen und der Tropfen auf der Haut oder auf dem Hemd oder auf der Gitarre sieht gar nicht gut aus und tut richtig weh. So, Achtung. Ne, denn dieser Tropfen, dieser Knubbel da hinten, der erfüllt die gleiche Funktion wie der Knoten. Nämlich verhindert, dass die Saite da durchrutschen kann. So, Achtung. Müssen wir jetzt mal ein bisschen weg. So. Hier kann man bei den beiden kann man so schön 1, 2, 3 machen. Bei der G-Seite wird es schwierig. Wenn man das in dieser Enge, in dieser Konzentriertheit machen will, dann bricht man sich die Finger. Also, ich mache das ein bisschen großzügiger. Ich gehe auch hier wieder unter der Seite durch, zu mir hin, aber vom Kreuzungspunkt bis zum Knoten oder bis zu dem Bupsel da, sind das nicht 3 Zentimeter oder 2,5, sondern eher 5. So, da mache ich die Schlinge, die Öse, ne, die erste Öse. Und dann gehe ich mit, auch wie bei allen anderen Seiten, mit 1, 2 Umdrehungen bis zur dritten, also bis zum Ende. Aber das hier kann sehr großzügig gewickelt werden, dann tut es nämlich auch nicht weh in den Fingern. Aber die letzte Schlinge, die da, die muss im Prinzip schon wieder so dicht sein, wie sie dann hier am Ende auch aussehen muss. Da sieht man, was ich meine. Die Öse, die Schlinge hier hinten oder der Knoten, der liegt schon richtig. Aber hier vorne ist das sehr großzügig. Und da denkt man sich gleich, das kann ja gar nicht halten. Doch, kann halten. Und zwar, wenn man jetzt vorne an der Seite zieht, dann zieht sich das ganze Gebilde zusammen zu dem gleichen Schlingen, zu den gleichen Schlingen wie bei den anderen Seiten. Also es entsteht genau dasselbe, nur mit ein bisschen mehr Großzügigkeit. Wie immer durch das Loch in der Welle, obenrum wieder zurück. So, und jetzt wieder ranziehen, das ist wieder die Zwei-Finger-Regel. Ne? Zwischen dem Finger und der Welle ein Fingerplatz. Einmal, zweimal. So, und jetzt, ne, wo ist die Kurbel? Hier. Ne, so, und ab jetzt. So, ab jetzt kann man, da kann man ziehen, wie man will. Man kann die Seite zerreißen, die reißt wirklich. Und ich sage auch immer, einmal musst du so eine Seite zerrissen haben, um zu begreifen, wie stark man nicht ziehen darf. So, Achtung. Und jetzt kann man die Seite in den richtigen Schlitz legen. Das zu lange Ende abschneiden. So. In diesem Fall finden wir die Flitterspinnung bei allen drei Bassseiten. Das hier ist die D-Seite. Hier kann man sehen, die Flitterspinnung, die weiche Umspinnung. Das ist die feste Umspinnung. Das ist, man sieht deutlich den Unterschied. Bei der A-Seite genau das gleiche. Moment, wo ist die A-Seite? So, da ist die A-Seite. Oh. Hier. Da ist die A-Seite. Kürzere Flitterspinnung. Ne? Wieder die feste Umspinnung. Und bei der tiefen E-Seite ist die Flitterspinnung wieder deutlich länger. Ja, sieht man hier, deutlich längere Flitterspinnung. So. Und feste Umspinnung. Zack. Die Flitterspinnung wurde vor
mehr als 300 Jahren erfunden und war damals sehr hilfreich beim Aufziehen der Saiten, die zu dieser Zeit noch sehr viel dicker und sehr viel steifer waren als heute. Heute braucht man es nicht mehr bei der D-Saite und bei der A-Saite und bei der tiefen E-Saite. Kommen wir nochmal darauf zurück. So, die D-Saite. So, Flitterspinnung nach oben. Vom Kreuzungspunkt bis zum Ende der Saite ungefähr 3 cm. Die erste Schlinge. Und mit der zweiten und dritten Schlinge über den Knüpfblock zum Ende der Saite hin. So, die dritte Schlinge muss hinter der Kante unter der Saite durchgehen. Die Öse bleibt vor dieser Kante. So. Ende der Saite durch das Loch in der Welle. Oben wieder zurück, oberhalb der Welle wieder zurück. Saite ranziehen, zwei Fingerregel. Einmal, zweimal, zwei Schlingen und die A-Saite. A-Saite wieder feste Umspinnung zum Steg. Hier das gleiche wie bei der D-Saite, vom Kreuzungspunkt bis zum Ende der Saite 3 cm, so etwa. Man lernt das im Laufe der Zeit mit der eigenen Gitarre, das wird immer besser. Man muss es nur immer wieder üben. So, drei Schlingen. Die Öse, durch die die Saite läuft, muss vor dieser Kante liegen und die dritte Schlinge muss hinter dieser Kante unter der Saite durchgehen. Achtung! So, Öse vor der Kante und hier die dritte Schlinge. So. Einmal, zweimal, so, jetzt wieder die Kurbel, damit es ein bisschen schneller geht. So, schnell noch die Enden abschneiden. Und die E-Saite. So, und hier kommt die Flitterspinnung nach unten. Aber auf eine Sache möchte ich hinweisen. Wenn die Flitterspinnung zu lang ist, das kann manchmal passieren, weil es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel, was die Länge der Flitterspinnung anbetrifft. Und ich habe jetzt hier zufällig eine Saite erwischt, die eine sehr lange Flitterspinnung hat. So, was passiert, wenn man das jetzt so macht, wie wir es immer gemacht haben, bei allen sechs Seiten, bei allen fünf Seiten bisher, nämlich vom Kreuzungspunkt. Hier sagt man übrigens grundsätzlich bei allen Flitterspinnungen vom Kreuzungspunkt bis zum Ende der Flitterspinnung 3 cm oder 4 cm. Sagen wir mal, hier bei der tiefen E-Saite sind es eher 4 cm. So, nicht bis zum Ende der Saite, weil das kann man immer noch abschneiden. Also vom Kreuzungspunkt bis zum Ende der Flitterspinnung 4 cm. Dann lege ich das um, dann mache ich wieder meine Öse, durch die die Saite läuft. Und dann mache ich eine Umdrehung mehr. Also jetzt noch drei, nicht zwei Schlingen. Eins, zwei,
3. So. Sieht wunderbar aus, aber die Flitterspinnung läuft über den Steg. Und das sollte möglichst nicht passieren, weil da kann die Saite tatsächlich reißen an der Stelle. Was macht man in so einem Fall? Man nimmt alles wieder auseinander und dann kehren wir einfach diese Regel um. Ich hatte ja vorhin gesagt, 4 cm vor dem Ende der Flitterspinnung machen wir die Öse. Und ich sage das jetzt folgendes: Wir suchen uns den Anfang der Flitterspinnung, der ist hier an dieser Stelle. Da mache ich mal den Knick. So, und von hier aus gesehen 4 cm weiter, oder sagen wir ruhig, ja, 4 bis 5 cm weiter, da kommt jetzt unsere erste Schlinge, die Öse. So, da ist die Öse. Und dann einmal, zweimal, dreimal, drei Schlingen, ziehen wir das zusammen. So. Jetzt haben wir genau das, was wir eigentlich nicht wollten, aber es ist kein Problem, denn man kann das nämlich abschneiden. So. So. Durch das Loch in der Welle, oben zurück, zwei Fingerregel, zwei Schlingen, wie überall. Jetzt nur noch die Gitarre nachstimmen oder vielleicht überhaupt mal stimmen. Richtig. So, klingt wieder.